Kurz nach dem Kinostart des 19. James-Bond-Films »Die Welt ist nicht genug« kam Desmond Llewelyn, der auf der ganzen Welt für seine Rolle als Q bekannt war, bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Ich kannte Desmond seit gut 30 Jahren und dann war ich sein Regisseur in dem James-Bond-Film »Die Welt ist nicht genug«. Das war sein 17. und mein erster Bond-Film. Aber als wahrer Gentleman hat er sich mir gegenüber sehr freundschaftlich und hilfsbereit gezeigt. Er kokettierte gern mit seinem Alter und sagte, Michael, ich kann mir den Text nicht merken, bitte lass mir Tafeln schreiben. Aber wenn gedreht wurde, konnte er seinen Text und den aller anderen, als hätte er ihn selbst geschrieben. Während unserer Dreharbeiten wurde auch ein Dokumentarfilm über Desmond gemacht, der kurz vor seinem Tod fertig wurde. Einerseits schmeichelte ihm die geballte Aufmerksamkeit, aber sie war ihm andererseits auch peinlich. Und nun können Sie diesen Mann, der Q verkörpert hat, anhand einiger der berühmtesten Szenen der James-Bond-Reihe kennenlernen. Sein letzter Film, den er mit Pierce Brosnan drehte, war sehr ergreifend. Wir, die mit ihm gearbeitet haben, vermissen ihn genauso wie sein Publikum auf der ganzen Welt. Das mit dem Ruhestand hat noch ein bisschen Zeit. Oder? Jetzt hören Sie mal, 007. Ich dachte, zwei Dinge hätten Sie von mir gelernt. Erstens, niemals zeigen, dass Sie verwundbar sind. Und zweitens, immer einen Fluchtweg offenhalten. Desmond Llewelyn spielte den Geheimdienstoffizier Q, der für James Bonds technische Ausrüstung zuständig war. Er stand am längsten von allen für James Bond vor der Kamera. Sein Gesicht dürfte etwa der Hälfte der Weltbevölkerung bekannt sein. Obwohl er in 35 Jahren in 17 James-Bond-Filmen mitspielte, war er insgesamt nur knapp über 30 Minuten auf der Leinwand zu sehen. Alle zwei Jahre etwa wurde Desmond in die Pinewood Studios am Stadtrand von London gerufen, um die Szenen für seinen nächsten Bond-Film zu drehen. Der Geheimdienstoffizier Q tauchte zum ersten Mal 1963 in Liebesgrüße aus Moskau auf. Seitdem war er fester Bestandteil jedes Bond-Films. Es ist unfassbar, wenn manche Leute sagen, na ja, sie schreiben Filmgeschichte oder sowas in der Art. Aber andererseits ist Bond natürlich Filmgeschichte. Und damit ist wahrscheinlich jeder, der mit Bond in Verbindung steht, gewissermaßen Teil dieser Geschichte. Das ist zwar schmeichelhaft, aber ich glaube, kürzlich hat jemand den Nagel auf den Kopf getroffen, als er sagte, ich sei wohl nur deswegen so populär und vielleicht auch berühmt, weil die Rolle von Q ebenso klein ist und nicht so oft vorkommt. Das war der optimale Nebenjob. Für die Szenen von Q waren immer nur wenige Drehtage nötig. Von dem Erfolg, den er damit hatte, war er selbst überrascht. Ich finde das manchmal geradezu peinlich. Ich meine, wenn ich wie jetzt mit einem James-Bond-Filmteam sozusagen im Herzen der englischen Filmwelt ankomme. Hallo, mein Sohn Justin Llewelyn kommt vielleicht später vorbei. Könnten Sie ihn reinlassen? Schön, vielen Dank. Im 19. Bond-Film »Die Welt ist nicht genug« spielte Desmond erneut an der Seite von Pierce Brosnan, der ihre Zusammenarbeit folgendermaßen beschrieb. Furchtbar. Nein, das war fantastisch. Das lief bestens. Das war einfach wunderbar. Schön und wunderbar, ja. James Bond wurde für mich lebendig durch die Arbeit mit ihm. Wirklich, ehrlich. Ich war noch ein kleiner Junge, als ich meinen ersten James Bond gesehen habe. Das war Goldfinger. Und ich wollte auf keinen Fall James Bond sein oder einer der Bösewichter. Es war eher die Rolle des Q und Desmonds Präsenz, die meine Fantasie beflügelt haben. Seit 1963 spielten in der Beziehung zwischen Q und seinen fünf verschiedenen Bonds unzählige Erfindungen und technische Spielereien die Hauptrolle. Es ist Tradition, dass Q für jedes Abenteuer die richtige Ausrüstung erfindet.
das war doch ziemlich naheliegend und erfüllt seinen Zweck. Die Tatsache, dass er fast von Anfang an dabei war, machte ihn einmalig. Desmond wurde zur Schlüsselfigur in der Bond-Geschichte. Michael Wilson ist einer der wenigen, der sich noch an die Dreharbeiten mit ihm in den frühen 60ern erinnern kann. In der Anfangszeit habe ich noch nicht an den Filmen mitgearbeitet, aber meine Familie war involviert. Ich habe damals studiert und wenn ich in den Ferien nach Hause kam, habe ich bei den Dreharbeiten zugesehen. Und habe ihn wohl bei Liebesgrüße aus Moskau kennengelernt. Der Waffenmeister soll zu mir kommen. Die Waffenabteilung hat ein sehr elegantes Gepäckstück für uns entworfen. Es wird nur an die 00-Agenten ausgegeben. Aus dem Waffenmeister, dem Equipment Officer, wurde der Quartermaster, abgekürzt Q. Die Rolle war geboren. Allerdings hätte Q Dialekt gesprochen, wenn sich Regisseur Terence Young durchgesetzt hätte. Terence hielt es für eine gute Idee, wenn ich ihn als Waliser spiele. Auf der ersten Probe fragte er, wie wollen Sie den anlegen? Und ich sagte, als ganz normalen Staatsdiener. Er sagte, nein, nein, ich will, dass Sie ihn mit Dialekt spielen. Ich sagte, das funktioniert nicht. Wenn Sie das wollen, hört sich das so an. Bei diesem hübschen Kästchen muss man aufs Knöpfchen drücken, dann kommt ein Messerchen raus. Dann sagte er, nein, nein, da haben Sie recht. Und seitdem habe ich ihn als trockenen Engländer gespielt. Und jetzt passen Sie mal auf. Das ist eine gewöhnliche Puderbüchse. In ihr befindet sich eine Tränengaspatrone. In Liebesgrüße aus Moskau spielt der schwarze Aktenkoffer Qs erster Einfall eine tragende Rolle. Sie mit einem Magneten versehen, damit Sie nicht herunterfallen. Und das war der Beginn einer Tradition. So. Erstaunlicherweise kommt Q in den Büchern von Ian Fleming gar nicht vor. Jemand sagte mal, Sie müssten den ursprünglichen Q kennenlernen. Ich sagte, wen meinen Sie? Ich bin der ursprüngliche Q. Darauf er, nein, den Mann, der Fleming zu Q inspiriert hat. Aber den gibt's nicht. Es gibt keine Figur wie Q in Flemings Büchern. Und Q hat auch einen Namen. In Der Spion, den ich liebte, spricht Agentin Anya Amasova ihn mit Rang und Namen an, um mit ihren Kenntnissen über den britischen Geheimdienst anzugeben. Guten Morgen, Major Boothroyd. Wünsche ich ebenfalls. Sieh mal, was uns Q mitgebracht hat. Ist doch hübsch, ne? Gehen Sie vorsichtig damit um. Qs Werdegang hätte auch Desmonds eigener sein können. Er wurde 1914 als Kind sehr wohlhabender Eltern geboren. Die Llewellyns lebten auf Blaney Pant, einem stattlichen Anwesen in der Nähe von Newport im Süden von Wales. In Desmonds Kindheit wimmelte es von Kindermädchen und anderem Hauspersonal. Seine Familie war eine der ersten in der Gegend, die ein Automobil besaß. Er wurde als Internatsschüler auf die Radley School in Oxfordshire geschickt. Und hier erwachte sein Interesse an der Schauspielerei. Ich schloss mich der Schultheatergruppe zunächst als Kulissenschieber und Bühnenbauer an. Wir haben damals die gesamte Bühne in unserer Sporthalle umgebaut. Dennis Price, mit dem ich im Internat das Zimmer teilte, fragte mich, ob ich nicht auch mitspielen wolle. Und so habe ich mich anstecken lassen. Vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ging Desmond zu den Royal Welsh Fusiliers und war bald darauf in Frankreich im Einsatz. Und dann kam ein Panzer auf uns zu. Wir waren in einer Scheune versteckt und der kam von vorn und wir hatten so ein Ding, das ich Panzerabwehrgewehr nannte. Und dann sagte ich zu meinem Sergeant, da ist ein Panzer, wir sollten dieses Panzerabwehrgewehr abfeuern. Und er sagte, nein, nein, auf keinen Fall abfeuern. Und ich fragte, warum? Aber er sagte nur, bloß nicht abfeuern. Ich sagte, so ein Quatsch, schnappte mir das Ding und schoss. Tja, also der Rückschuss hat mich erstmal auf den Allerwertesten gepfeffert und dann gab's noch das gewaltige Mündungsfeuer vorne raus. Was die Panzerbesatzung natürlich gesehen hat und daraufhin zurückgeschossen hat. Aber glücklicherweise war der Panzer schon so nah, dass die Granate einfach durch die Scheune durchflog und draußen explodierte. Desmonds Einheit musste sich ergeben und er verbrachte die nächsten 5 Jahre als Kriegsgefangener. Seine schauspielerischen Fähigkeiten konnte er bei Aufführungen im Gefangenenlager weiterentwickeln. Diese Aufnahmen wurden von deutschen Offizieren gemacht.
Nachdem sie von der Zensur freigegeben wurden, schickte Desmond sie als Postkarten an seine Familie. Nach dem Krieg bekam Desmond Angebote, in Filmen mitzuspielen. Eine seiner ersten Rollen war die eines Panzerfahrers in They Were Not Divided. Der Regisseur war Terence Young. Young war es auch, der Desmond für die Rolle des Q vorschlug. Das beeinflusste dann seine weitere Karriere maßgebend. 1964 bei dem Bond-Film Goldfinger, Desmonds drittem Film, war Q bereits fest etabliert. Also mir wurde das so erzählt, als Desmond am ersten Tag ankam. Und was jetzt kommt, sind reine Bond-Anekdoten, die man sich so am Set erzählt. Also bei der Probe sitze ich am Schreibtisch und arbeite. Und Bond kommt rein. Und ich stehe auf, um ihn zu begrüßen. Aber Terence sagte, nein, beachten Sie ihn nicht. Und ich dachte, warum? Es ist der berühmte Bond. Desmond fragte also den Regisseur, wie soll ich den spielen? Und der erklärte es ihm folgendermaßen. Alle mögen Bond, bis auf Sie, weil Bond alle Ihre Erfindungen zerstört. Und das war der entscheidende Hinweis und es hat auch immer bei allen Texten gut funktioniert. Ich werde es Ihnen zeigen, passen Sie mal auf. Das wurde quasi zum Markenzeichen von Q und der Angelpunkt seiner Beziehung zu Bond. Einerseits mögen sich die beiden, aber andererseits zerstört Bond jedes Mal alles, was Desmond ausgetüftelt hat. Und Q war auch der Einzige, der sowas sagen konnte wie, Sie werden wohl nie erwachsen 007 oder sowas in der Art. Über die Jahre ist ihm Bond natürlich sehr ans Herz gewachsen, aber seinen Lebensstil kann er trotzdem niemals gutheißen. Wenn sich die Gelegenheit bot, Bond zurechtzustutzen, nutzte Desmond das gründlich aus. Seien Sie vorsichtig, berühren Sie ihn nicht. Warum denn nicht? Weil dadurch dieser Teil des Daches entfernt wird und der Sitz darunter samt Passagier in die Luft fliegt. Schleudersitz? Das ist doch wohl ein Scherz. Ich scherze nie, wenn es sich um meine Arbeit handelt. Er hat Bond immer ein bisschen wie einen verzogenen Lümmel behandelt. Wenn Sie sich zum Beispiel die Szene in Goldfinger ansehen. Ich scherze nie, wenn es sich um meine Arbeit handelt. Er hat sozusagen seine Rolle sehr ernst genommen und sich im Laufe der Zeit zum Gewissen von Bond verwandelt. Jemand, der ihm mal gehörig die Meinung sagt. Hallo Q. Wie geht's Ihnen? Desmond war so etwas wie das Musterbild eines zerstreuten Professors, der im Falle eines Falles wirklich alles möglich machen kann. Wie soll man unter solchen Umständen Qualitätsarbeit leisten? Die haben mich Hals über Kopf hergeschickt. Es war eine freundschaftliche Spannung zwischen den beiden, so in der Art, ach 007, tun Sie dies nicht, tun Sie das nicht. Aber ich habe das nie als echte Spannung gespielt. Es hatte immer etwas Humorvolles. Ein dünnerer Faden als der wäre wünschenswert. Jemand hat versucht, mich zu erstechen. Und hat sie verfehlt. Ich ein Jammer. Und so konnte sich Q in jedem Film aufs Neue über Bonds Lebensführung aufregen. Ich habe das Gefühl, er versucht wieder einzutauchen, Sir. Ach, werden Sie endlich erwachsen, 007. Qs Erfindungen halten sich selten an die Gesetze der Natur. Manche schon, andere nicht. Aber weil es ein Film ist, kommt Q damit natürlich durch. Manchmal bricht er die Gesetze der Wissenschaft. Aber im Zusammenhang mit der Filmhandlung ist das alles sehr lustig. In anderen Fällen hält er sich an die Regeln, was ebenso gut ist. Das beste Beispiel für eine Erfindung, die innerhalb der physikalischen Gesetze funktioniert, aber nicht wirklich praktisch ist, ist das Jetpack. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jedermann es benutzen könnte, weil man mit sowas sicher nur fliegen kann, wenn man geübt ist. Und dann diese riesigen Düsen direkt am Rücken, das ist sehr gefährlich. Ganz abgesehen von den Problemen bei Start und Landung. Ein weiteres Spielzeug, und das war seiner Zeit weit voraus, war die Unterwasserkamera, die 007 in Feuerball benutzte. Ich glaube nicht, dass die damals schon gebaut wurde, obwohl sie vermutlich auf dem Reißbrett existierte, aber man konnte sie noch nirgendwo kaufen. Die Filme spielen immer einen Schritt voraus in der Zukunft. Wenn Sie sich zum Beispiel Goldfinger ansehen, da gab es so ein Radarsystem im Auto. Empfang hier am Armaturenbrett. Der Sender hat eine Reichweite von 300 Kilometern. Dafür braucht man Satelliten und davon waren 1963 noch sehr wenige in der Umlaufbahn. Das hier ist ein hübscher kleiner Senderapparat. Er heißt Homo. Heute umkreisen Tausende von Satelliten die Erde und moderne Autos nutzen ein GPS-System, mit dem man jederzeit feststellen kann, wo genau man ist.
Das Credo für die Ideen, die in die Filme einfließen, lautet, dass alles geht, was heute ohne Rücksicht auf die Kosten verwirklicht werden könnte. Die beliebtesten Erfindungen von Q sind immer die, die keinerlei Bezug zur Realität haben. Sie sind einfach lustig, wie zum Beispiel die Gondel in Moonraker. Amateurspione wollen natürlich auch gerüstet sein. Ein Spezialgeschäft in London verkauft Produkte, auf die Q stolz sein könnte. Bei einem Besuch war Desmond von dem Angebot fasziniert. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den Film Diamantenfieber erinnern. Da hatten Sie einen Stimmveränderer entwickelt. Hier ist Bert. Was ist mit deiner Stimme los, Bert? Hast du Schnupfen? Und so sehen die heute aus. Sind etwas kleiner geworden. So sieht heute dieser Aktenkoffer aus. In dieses Handy haben wir eine Videokamera eingebaut. Das sind Sie auf dem Monitor da. Wir können das aufzeichnen. Also im Prinzip kann ich damit zu einer Besprechung gehen und alles aufnehmen. Oder jemand könnte draußen sitzen, alles beobachten und sich anhören. Heiliger Strohsack, schon etwas anders als deren Liebesgrüße aus Moskau. Die Fortschritte sind gewaltig. Früher hatten wir doch Computer, die einen ganzen Raum ausfüllten, wo sich überall etwas drehte und summte und blinkte. Und heutzutage ist der Computer in der Armbanduhr. Dieser Wanzendetektor in Leben und Sterben lassen war 1973 das Nonplusultra. Bond hatte auch immer in den früheren Filmen die Hotelzimmer nach Wanzen und Sendern abgesucht. Hier ist so ein Detektor eingebaut, der entdeckt alle Sender. Man muss nur damit durch den Raum gehen und dann vibriert er, wenn er irgendwo ein Funksignal entdeckt. Den könnte 007 einfach einstecken, wenn er zu einer Besprechung geht und glaubt, abgehört zu werden. Und das vibriert dann, ohne dass die anderen etwas bemerken. Wenn Sie die Kappe abnehmen... Die Miniaturisierung hat natürlich ihre Grenzen. Theoretisch kann man alles unendlich klein machen. Aber dann taucht das Problem Mensch auf. Ein gutes Beispiel ist das Mobiltelefon. Man kann es nur so klein machen, dass es mit den Händen noch benutzt werden kann. Die Tasten müssen groß genug sein, damit man sie drücken und eine Nummer wählen kann. Das Telefon in naher Zukunft könnte natürlich auch ein unsichtbarer Punkt am Revier sein, sprachgesteuert. Dann müsste man nur noch sagen, ich möchte die und die Nummer haben. Aber dann kommt das nächste Problem, und zwar das mit dem Hören. Man könnte einen unsichtbaren Lautsprecher haben, aber dann könnte jeder mithören. Also müsste man doch wieder so etwas benutzen und wäre bei normaler Größe, weil das ja ins Ohr passen muss. Man könnte es auch implantieren, aber dann hätte man es immer bei sich. Hier haben wir einen Geigerzähler. Manchmal sahen die Konstruktionen von Q so echt aus, dass sogar Experten darauf hereingefallen sind. Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses Unterwasseratemgerät von James Bond. Ich saß im Büro, als das Telefon klingelte und ein Mann sagte, Guten Morgen, ich bin Major so und so von den Royal Engineers. Kennen Sie sich zufällig mit den James-Bond-Filmen aus? Ich antwortete, ja, sogar ziemlich gut. Darauf sagte er, ja, wissen Sie, wir sind sehr an Ihrem miniaturisierten Unterwasseratemgerät interessiert. Und dann fragte er, ob ich ihm vielleicht sagen könnte, wie lange man damit unter Wasser bleiben kann. Ich sagte, das kann ich Ihnen genau beantworten. Er war begeistert, aufgeregt und fragte mich, wie lange denn? Und ich sagte, so lange, wie Sie die Luft anhalten können. Was soll das heißen, fragte er, Bond sei schließlich 3 oder 4 Minuten unter Wasser geblieben. Darauf sagte ich, das hat er nur der Cutterin zu verdanken. Wir hatten dafür einfach 2 Kohlensäurepatronen genommen, wie man sie in den Siphons für Soda-Bereitung verwendet. Die haben wir ein bisschen angemalt und ein Mundstück dazu gebastelt. Das war alles. Funktioniert hat es nicht. Ob nun echt oder nicht, Qs Erfindungen haben James Bond in unzähligen Situationen vor dem sicheren Tod bewahrt. Es gibt so viele Elemente in den Bond-Filmen, die das Publikum begeistern, wie zum Beispiel die Eröffnungsstunts oder auch der Vorspann. Aber ich glaube, am beliebtesten sind nach wie vor die Szenen zwischen Q und Bond. Sicher nicht nur, aber auch aus Spaß an diesen irrwitzigen Erfindungen. Das Filmen der Szenen in Qs Werkstatt war oft sehr zeitraubend, weil so viele Spezialeffekte benötigt wurden. Manchmal kam selbst das Team nicht mehr hinterher. 3, 2, 1, Action! Unzählige Aufnahmen waren erforderlich, bevor Martin Campbell, der Regisseur von GoldenEye, das hatte, was er wollte. Ha ha ha!
Die ist im Kasten, aber wir machen gleich noch eine. Guten Morgen, Q. Dumm das mit den Beinen, hm? Beim Skifahren? Auf der Jagd! Wir hatten es so eingerichtet, dass er das Ziel verfehlt und stattdessen die Teeküche dahinter trifft, was leider im Film nicht so rüberkam. Aber beim Dreh hat das großen Spaß gemacht. Auch hier bewegt sich Q's Technik im Grenzbereich zwischen Realität und Fantasie. Das Problem beim Raketenwerfer ist, dass dabei das Newtonsche Reaktionsprinzip ignoriert wird. Demzufolge wäre Q nach hinten geschleudert worden als Reaktion auf die Vorwärtsbewegung der Rakete. Er wäre quer durch den Raum geflogen und dann an der Wand zerschmettert. Manchmal diente eine Erfindung auch nur dazu, die Filmhandlung weiterzubringen. In GoldenEye legt Bond irgendwann sein Flugticket auf eine Silberplatte. Und Desmond sagt, Sie fliegen mit Flug 878 nach St. Petersburg. Röntgendokumentenscanner. Der einzige Grund dafür war, dass wir irgendwie erklären mussten, wohin Bond fliegt. Ja, und so hat das gut geklappt. Damals haben wir ausführlich diskutiert, ob Q diese Dinge wirklich bis ins Detail beschreiben sollte. Oder ob dadurch die Überraschung verloren geht. Wir haben uns entschieden, ihn erklären zu lassen, denn wenn das Publikum weiß, was für Möglichkeiten es gibt, entsteht eine neue Spannung. Wann wird Bond das einsetzen? Wie wird er es einsetzen? Und hierauf bin ich ganz besonders stolz. Das ist die Fernbedienung für Ihren Wagen. Tja, mal sehen, wie das bei mir funktioniert, Q. Die Art, wie Bond die Fernbedienung ausprobiert, signalisiert dem Zuschauer, dass der Wagen früher oder später in heiße Action verwickelt sein wird. Dieser Trick, die Spannung zu erhöhen, wurde auch in Moonraker angewendet. Bond konnte der Versuchung nicht widerstehen, Qs neueste Erfindung gleich in M's Büro auszuprobieren. Es wird durch die Nervenimpulse der Handgelenkmuskeln aktiviert. Sie meinen so? Musste das sein, 007. Bitte seien Sie sparsam damit. Ja, Q. 10 Pfeile, 5 blaue mit Panzerzerstörung. Schon ein paar Szenen später rettet Bond damit sein Leben. Die einzige Gewissheit, die man bei Qs Einfällen hat, ist, dass man nie weiß, was ihm als nächstes einfällt. Hallo, Smithers. Commander. Überraschend. Ich finde, dass Q der Lehrer ist, den wir uns alle in der Schule gewünscht haben. Der exzentrische Physiklehrer, der das Labor in die Luft jagt, wenn ein Experiment schief geht. Die Beziehung zwischen Bond und Q ist doch deswegen so lustig, weil Bond sich wie ein frecher Schüler gibt und Q wie ein ernsthafter Lehrer. Es ist wie in Aladdins Höhle mit all diesen wunderbaren Erfindungen und Geräten, mit denen Bond so gerne spielt. Das ist eine Klasse 4-Granate. Dreifaches Drücken. So wie der Altersunterschied zwischen jedem Bond und Q immer weiter wuchs, veränderte sich auch die Beziehung. Bei Pierce Brosnan wurde Q zu einem Mentor für Bond. Wie lange, sagten Sie, dauert es bis zur Dieser Mann hier wird auf der ganzen Welt verehrt und geliebt. Du bringst mich in Verlegenheit. Ja, die Beziehung zwischen Pierce und Desmond war richtig gut. Die beste, die es je zwischen Q und Bond gegeben hat. Unterschreiben Sie bitte hier, Mr. Bond. Die Chemie zwischen den beiden stimmte von Anfang an. In der Morgenstirb nie konnte man sehen, wie sie immer besser wurde. Das hier ist eine spezielle Zusatzversicherung für Ihren wunderschönen neuen Wagen. Zuzusehen, wie Desmond als Q innerlich kochte, war mir immer ein besonderes Vergnügen. Da spielte Desmond auch ganz toll. Möchten Sie gerne eine Vollkaskoversicherung? Ja. Feuerversicherung? Besser wäre es. Versicherung gegen Sachschäden? Auf jeden Fall. Und auch gegen Personenschäden? Das hoffe ich nicht, aber Unfälle geschehen nun mal. Bei Ihnen überdurchschnittlich oft. Pierce brachte eine keltische Note in die Beziehung ein. Es gibt eine große Zuneigung und Bewunderung, jedenfalls meinerseits. Ich spüre das aber auch bei Desmond. Ich habe in der Rolle des Q immer den Zauberer Merlin gesehen.
und mich als Arthur. Klingt verrückt, aber so ist das nun mal. Bitte versuchen Sie etwas von dieser Versuchen Sie etwas von dieser Ausrüstung in tadellosen Zustand zurückzubringen. Nehmen Sie Ihre Finger da weg. Das ist mein Mittagessen. Desmond und ich sind sehr gut. Wir können unseren Text. Wir sind dran, Desmond. Ich glaube schon, dass da ein richtiges Band zwischen uns besteht. Ich komme mir irgendwie vor wie ein Großvater, der sich um seinen Enkel kümmern muss. Der 19. Bond-Film Die Welt ist nicht genug wurde im Sommer 1999 gedreht. Desmond kam nach Pinewood, um die Szenen in dem Bond-Film zu drehen, der sein letzter sein sollte. Am Set probte Regisseur Michael Apted mit seinen Schauspielern. Dies war sein erster Bond-Film, aber er wusste genau, was man von ihm erwartete. 989, Take 3. AMB Cameras, come on. Für mich ist die neue Herausforderung bei diesem Film, dass es gewisse Elemente gibt, die man einfach abliefern muss. Es muss gute Action geben, man muss verrückte technische Spielereien sehen und schöne Frauen. Das ist Pflicht und wenn man das nicht bringt, hat man versagt. Dazu will man natürlich eine gute Handlung und gute Figuren liefern und vielleicht ein paar Neuerungen einführen, um alles etwas moderner zu machen. Aber diese technischen Spielereien gehören unbedingt dazu. Desmond war sich seines fortgeschrittenen Alters sehr bewusst. Ich bin viel zu alt, um Q zu spielen, aber Gott sei Dank haben sie mich behalten. Und auch als ich gesagt habe, ich bräuchte eigentlich einen Assistenten, haben sie nur gefragt, wozu? Und ich habe geantwortet, ich kann ja nicht ewig weitermachen. Das Bond-Team fand eine Lösung. Jetzt möchte ich Ihnen gern den jungen Herrn vorstellen, den ich mir als Nachfolger heranziehe. Desmond wollte einfach nicht mehr so viel Text haben. Er hat schon genug getan, finde ich. Deswegen gibt es nun einen Assistenten, damit sich eine Art Beziehung zwischen den beiden entwickeln kann. John Cleese, der diesen Assistenten namens R spielt, kann nun einen Großteil von Qs Aufgaben übernehmen und gleichzeitig eine amüsante Beziehung zwischen den beiden aufbauen. John Cleese hat seine eigene Komik in die Rolle des R mit eingebracht. Es hilft enorm, sie zu öffnen. Und ich habe die Ehre mit... Das ist 007. Folgt nach Q nicht automatisch R? Ah ja, der legendäre 007-Humor. Oder was davon übrig ist. Also ich spiele nun Qs Stellvertreter, weil Desmond mittlerweile in 17 Filmen dabei war. Offenbar in den ersten zwei nicht, aber dann war er andauernd dabei. Und er sagte wohl zu Barbara Broccoli und Michael Wilson schon vor drei Filmen, dass er einen Stellvertreter braucht, jemanden, den er einweist, einen Nachfolger. Und ich bin sehr glücklich, dass sie mir diese Rolle anboten. Man fand sich damit ab, dass Q nicht ewig dabei sein konnte, aber niemand ahnte, dass sein Nachfolger so schnell gebraucht würde. Titanpanzerung, ein multifunktionelles Alarmdisplay und er ist mit 6 Getränkehaltern bestückt. Alles in allem bestens ausgestattet. Ich würde ihn eher etwas überladen nennen. Ich denke... Sie sind nicht hier, um zu denken, sondern um meinen Anweisungen zu folgen. Desmond und seine Frau Pamela hatten 1938 geheiratet. 1965 zogen sie nach Bexhill, wo Pamela das Haus ihres Großonkels geerbt hatte. Nachdem eine Krankheit Pamela zwang, in einem Pflegeheim zu leben, teilte Desmond seine Zeit zwischen Bexhill und seiner Arbeit auf. Also das hier ist Linkwell, gebaut circa 1820. Ah, da ist ein Porträt von Großonkel Richard. Das war der Großonkel meiner Frau, der dieses Haus gebaut hat. Und dann noch ein Porträt, das... Naja, ich glaube, ich sollte es Ihnen zeigen, obwohl ich es nicht mag. Das wurde nämlich damals im Blennypant gemalt. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich finde es ziemlich schrecklich, aber meinen Söhnen gefällt es. Die St. Mary's Kirche in Battle in Sussex ist ein absoluter Gegenpol zu der Welt von James Bond. Desmond interessierte sich sehr für ihre Geschichte und ist hier regelmäßig zur Andacht gegangen. Thank you.
Ich komme seit fast 60 Jahren in diese Kirche und sie ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Das ist wirklich eine der schönsten, die ich kenne. Und das hier ist das Grab von Sir Anthony Brown. Er war königlicher Pferdemeister unter Heinrich dem VIII. Bei der engen Bindung, die Desmond an diese Kirche hatte, war es selbstverständlich, dass die Trauerfeier für ihn hier abgehalten wurde, in der ihm so vertrauten Umgebung. In seinen 17 Bond-Filmen war er insgesamt nur knapp über 30 Minuten auf der Leinwand zu sehen. Trotzdem wurde Desmond überall erkannt und um Autogramme gebeten. Im Londoner West End kam es zu einer Wiedersehensfeier mit einem alten Freund, dem Aston Martin DB5 aus Goldfinger. Das Treffen war ein Werbegag zur Eröffnung des neuen James-Bond-Fahrsimulators. Die Betreiber des Fahrsimulators wussten Desmonds Kultstatus zu nutzen. Auch mit über 80 war er immer noch eine Publikumsattraktion. Er brachte einfach den unerlässlichen Q-Faktor mit. Und nun passt mal alle gut auf. Das ist Bonds neue Sonnenbrille. Die ist mit einer Minikamera ausgestattet, die per Funk überträgt, was James Bond sieht. Wir arbeiten gerade an einem neuen Tacker. In den letzten 10 Jahren seines Lebens ging Desmond immer häufiger auf Reisen, um für die neuen James-Bond-Filme zu werben. Da er so lange dabei war, war er der Einzige, der Mythen und Legenden der Bond-Filme und ihrer Stars kommentieren konnte. Ian Fleming antwortete auf die Frage, was einen guten Thriller ausmacht: Fantasie. Überschäumende Fantasie. Alles ist beeindruckender und größer als in Wirklichkeit. Und dann sitzt man da und sieht sich dieses wunderbare Leben an. Er sagte auch, jede Abenteuergeschichte braucht unbedingt exklusivsten Lebensstil. Gib Bond die richtige Kleidung, das richtige Ambiente und die richtigen Frauen. Dann lass die Geschichte an den schönsten und romantischsten Orten spielen. Und lass die Geschichte so schnell ablaufen, dass niemand die Ungereimtheiten darin entdeckt. Noch 2 Monate vor seinem Tod baten wir Desmond, die 5 verschiedenen Darsteller von Ian Flemings Figur 007 zu beurteilen. Okay, Sir. Sie dürfen gehen. Danke, Sir. So ein Koffer wäre ein hübsches Weihnachtsgeschenk. Fleming fand das furchtbar, weil er, glaube ich, jemanden wollte wie David Niven oder Cary Grant. Aber Terence Young sagte nur, entsetzlich, entsetzlich. Und er überredete Fleming dann doch. Sean ist ja so ein hervorragender Schauspieler, der alles, was Bond ausmachte, umsetzen konnte. Mein Name ist Bond. James Bond. Keine Bewegung! Leider war George kein Schauspieler. Er war ein Autohändler, der pleite gegangen war. Er erzählte mir, nachdem er erfahren hatte, dass er für Probeaufnahmen vorgesehen war, dass er 2 Tage lang nach einem Schauspieler gesucht hat, um herauszufinden, was man da macht. Dann bekam er die Rolle. Und ein paar Idioten sagten gleich zu ihm, er sei nun ein Star und müsste sich so aufführen. Das hat er dann auch gemacht und erst mal dem Regisseur seine Arbeit erklärt. Doch dieses Mal, mein Lieber, kann ich mich nicht beklagen. Ich mich auch nicht. Also James, Sie wissen, dass wir nicht immer einer Meinung waren. Aber vergessen Sie nicht, wenn Ihnen irgendetwas fehlt, ich bin immer für Sie da. Ich danke Ihnen. Ich muss Ihnen aber gestehen, im Augenblick gibt es nichts, was mir fehlt. Bond. James Bond. Er hat mir schreckliche Streiche gespielt. Ich musste doch in meinen Großaufnahmen all diese grässlichen technischen Texte sprechen, die ich nie verstanden habe. Obwohl ich ihm eigentlich nicht zuhörte, dachte ich doch oft, hier könnte man den Dialog noch ändern. Also suchte ich mir das Scriptgirl und diktierte ihr noch schlimmeres Kauderwelsch, als er sowieso schon hatte. Dann sah er mich an, so in der Art wie, das packst du sowieso nie, alter Knabe. Und dann hielt er eine Texttafel hoch, auf die er geschrieben hatte, Blödsinn. Er hasste es, kurze Hosen tragen zu müssen. Und wenn ich sowas weiß, das ist ein gefundenes Fressen für mich, ja, wenn ich sowas weiß über jemanden, dann lasse ich nicht mehr locker. Also habe ich immer gesagt, egal wer der Regisseur war, was halten Sie von der Idee, wenn Desmond in dieser Szene Shorts trägt?
Desmond ist eigentlich erst 23. Er sieht nur etwas älter aus, weil wir ihm so viel Streiche gespielt haben. Bond, James Bond. Und auch er musste einen anderen Bond spielen. Er musste ihn verändern. Er hat ihn viel ernsthafter gespielt. In dem Film Lizenz zum Töten spielte er Bond sehr viel mehr im Sinne von Fleming, wenn man den Fans glauben darf. Q, was zum Teufel machen Sie hier? Timothy hat wirklich keine Kompromisse gemacht. Er war einfach ein knallharter Bursche. Gehen Sie und packen Sie Ihre Sachen, Q. Was ist denn los? Der auf Rache aus war. Hören Sie, seien Sie nicht so hart zu ihm, meine Liebe. Agenten müssen oft von jedem Mittel Gebrauch machen, das sich ihnen bietet, um an ihr Ziel zu kommen. Mein Name ist Bond. James Bond. Ich mag ihn sehr. Ein wirklich charmanter Mann. Und ich finde, ein wundervoller Bond. Er hat dieses gewisse Etwas, was keiner der anderen Bonds hatte. Und wie ich immer schon sage, ich bin ja Waliser. Und ich hoffe, wir haben Charme. Und auch die Schotten haben Charme. Aber mit den verflixten Iren können wir nicht mithalten. Und das macht es wohl bei ihm aus. Hinter den Frontscheinwerfern Stinger-Raketen. Ausgezeichnet. Genau das Richtige nach einem harten Tag im Büro. Ich muss Sie doch nicht daran erinnern, 007, dass Sie die Lizenz haben zu töten. Und nicht, um gegen die Verkehrsregeln zu verstoßen. Würde ich doch nie tun. Gut. Qs Erfindungen spielten oft die Hauptrolle bei Verfolgungsjagden. Eine der besten ist der berühmte Mini-Hubschrauber Little Nelly aus Man lebt nur zweimal. Ich hatte keinen Schimmer, was Little Nelly war. Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Ich habe das erste Mal davon erfahren, als wir auf einem Flughafen zu Mittag aßen und plötzlich dieser Krach zu hören war. Ich dachte, Mann, diese Typen sind aber sehr gründlich, mähen ihren Rasen sogar noch an einem Sonntag. Und dann hat jemand gesagt, da kommt Little Nelly. Zu meinem Erstaunen fand ich heraus, dass es dieses winzig kleine Flugzeug war. Und das war wirklich flugtüchtig. Ken Wallis von der Royal Air Force hat es erfunden. Nehmen Sie meinen Hubschrauber. Also, nun passen Sie mal auf. Wir haben zwei Maschinengewehre eingebaut. Abschussvorrichtungen für Raketen auf beiden Seiten. Der Knopf für die Luftminen. Aber passen Sie auf, lösen Sie die Minen nur direkt über dem Ziel aus. Das hier sind Luft-Luft-Raketen mit Wärmeleitsteuerung. Sehr gut. Flammenwerfer, auf jeder Seite zwei, die nach hinten feuern. Reichweite? 80 Yards. Wenn Little Nelly das alles wirklich könnte, wären teure Kampfjets überflüssig geworden. Das hätte wohl kaum funktioniert. Dafür war Nelly zu leicht und zu fragil. Es wäre garantiert ein Problem gewesen, starke Raketen von so einer Maschine abzufeuern. Sie wäre wahrscheinlich in der Luft stehen geblieben und vom Himmel geplumpst. In vielen Bond-Filmen sind es die Boote, die ihren Einsatz nicht überleben. Aber in Die Welt ist nicht genug geht es um ein Boot, auf das Q besonders stolz ist. Sein eigenes. Bond hatte zwar alle Spielereien von mir zerstört, aber die waren ja Staatseigentum. Aber in diesem Fall hat er tatsächlich mein eigenes Boot zerstört. Das Boot, das ich mir gebaut habe, um im Ruhestand zum Fischen zu fahren. Dass er das ruiniert hat, hat mich sehr wütend gemacht. Im Gegensatz zu anderen Fischerbooten ist dieses hier natürlich vollgepackt mit Hightech und wird von Bond für eine wilde Verfolgungsjagd auf der Themse eingesetzt. Für die Dreharbeiten zu dieser Action-Szene wurden 14 identische Q-Boote benötigt. Wir brauchten so viele Boote, weil wir nicht alle Technik in ein Boot packen konnten. Da gibt es Boote mit eingebauten Raketen und Granatwerfern. Dann welche, die für die Sprünge entwickelt wurden, mit ganz besonderen Verstärkungen. Und dann auch noch die Boote, die aus großen Luftkanonen abgefeuert wurden. Und dazu kommt noch, dass wir dazu neigen, auch mal was kaputt zu machen. Wenn wir zum Beispiel ein Boot durch die Luft aufs Land schießen, dann geht schon gerne mal was zu Bruch. Das sieht man zwar nicht im Film, aber es passiert. Und natürlich muss man immer Ersatz dabei haben, denn wenn am Drehort etwas schief geht, ein Motor ausfällt oder so, will man sofort ein anderes Boot zur Verfügung haben.
Wir haben uns verschiedene Modelle angesehen und sind dafür sogar nach Amerika gereist. Dort gab es eine breite Palette, von der speziellen Sportausführung, wie wir sie jetzt haben, bis zu einfachen Modellen von der Stange. Wir haben uns für die Sportversion entschieden, weil sie so robust ist und man damit alles machen kann. Wir haben uns dann sofort das Design vorgenommen. Was konnten wir machen, damit sie wie ein Boot von Q aussehen? Wir haben nur 5 cm Tiefgang, sind über 120 km schnell und wenn Sie die Szene ansehen, wissen Sie, was man damit alles machen kann. In Bezug auf Autos hat sich Q in Die Welt ist nicht genug selbst übertroffen. Jedes Detail der Ausstattung musste eigens entworfen werden. Q denkt an alles und selbst wenn der Wagen fast völlig kaputt ist, funktionieren die Systeme immer noch. Diese Konsole hier ist das Bedienfeld für die Waffen. In der Mitte ist ein winziger Bildschirm mit 2 Zielerfassungssymbolen. Wenn die in Deckung sind, bekommt man das Zielerfasssignal, wie man das von amerikanischen Kampfjets kennt. Dann feuert man. Es gibt noch etwas, was alle an den Bond-Filmen lieben. Und das sind die Autounfälle. Wo ist mein Bentley? Seine Tage sind gezählt. Tut mir leid. Er hat mich nie im Stich gelassen. Befehl von M007. Ja. Das ist eines der faszinierendsten Autos. Da waren schon alle technischen Spielereien drin. Natürlich drehbares Nummernschild, gültig für alle Länder. Windschutzscheibe ist kugelsicher. Wenn Sie ihn öffnen, dann haben Sie Ihre Verteidigungsapparatur vor sich. Rauchentwickler, Ölsprüher, kugelsichere Rückwand und vorne rechts und links je ein Maschinengewehr. Jedes Ding für sich ist ja vorstellbar. Aber wenn man alle zusammen in ein Auto steckt, gibt es wahrscheinlich keinen Platz mehr für den Motor. Da haben wir nun tatsächlich ein Auto, das auch unter Wasser fährt. Ein Lotus, der gleichzeitig ein U-Boot ist. Sehr nützlich zum Einkaufen an Regentagen. Das wäre wohl noch machbar, aber unglaublich teuer und schwierig umzusetzen. Das Problem fängt bei dem dicken Glas für die Wagenfenster an, die dem Druck des Wassers standhalten müssten. Die Form und Eleganz des Lotus soll ja beibehalten und nicht durch die technische Ausrüstung verschandelt werden. Bei einem Militärfahrzeug mit 5 Tonnen Gewicht wäre das denkbar. Allerdings bei einem Lotus halte ich das für ziemlich unmöglich. Das Lotus-U-Boot erhielt den Spitznamen Wet Nelly im Gegensatz zur fliegenden Little Nelly. In der Unterwasserszene wurde das Auto durch ein maßstabsgetreues Modell ersetzt. Man müsste ein Atemgerät benutzen und einen Taucheranzug. Aber es würde funktionieren. In Der Hauch des Todes war der Laserstrahl von Bonds Aston Martin nur ein visueller Effekt. Aber beim heutigen Stand der Technik könnte das Auto mit einem Laser ausgestattet werden. Der Lasereffekt könnte funktionieren. Eine Kanone in der Achse könnte aus der Radnabe austreten. Das Problem ist die Stärke des Lasers, der ja den Wagen in 2 Hälften zerschneiden soll. Um einen so starken Laser zu bauen, braucht man eine Menge Technik, die im Wagen installiert werden müsste. Und es ist fraglich, ob es dann auch wirklich machbar wäre. Bonds Wagen in Der Morgen stirbt nie war vollgestopft mit tollen Spielereien. Ich weiß nicht, wie viele Autos sie dabei ruiniert haben, aber eine ganze Menge nehme ich an. Auf jede erdenkliche Weise. Als ich die Szene schrieb, war schon klar, dass der Wagen ferngesteuert wird. Achtung, Fußgänger auf der Fahrbahn! Natürlich musste das Auto Raketen haben. Und ursprünglich dachte ich, die Raketen würden aus den Scheinwerfern kommen. Chris Cobalt hatte aber die Idee, sie aus dem Schiebedach kommen zu lassen. Solche Dinge werden im Team weiterentwickelt.
Das ist eine großartige Q-Erfindung und könnte auch so gebaut werden. Es ist eigentlich nur eine vergrößerte Version der kleinen Autos mit Fernbedienung, mit denen wir alle schon mal herumgespielt haben. Aber der Haken war damals, dass man monatelang üben musste, damit es nicht in das Sofa kracht. Aber Bond ist nun mal Bond und wie durch ein Wunder beherrscht er alles, ohne vorher geübt zu haben. Ich fand es ja immer schade, dass ich nicht in diesem Avis-Laden warten durfte, um dabei zu sein, wie der Wagen nicht ordnungsgemäß zurückgebracht wurde. Vielleicht werden wir in Zukunft alle unsere Autos morgens anrufen, um sie zu starten. Aber sie auch über das Handy zu steuern, ist vielleicht doch keine so gute Idee. Aber ich glaube, mit etwas Übung... Niemand fragt wirklich danach, ob Qs Wunderautos Realität oder Fantasie sind. Hauptsache, sie verleihen dem Film die nötige Spannung. Ich kriege den Dreh raus. Sie werden wohl nie erwachsen, 007. In Desmonds 17 Filmen war für jeden Zuschauer eine spezielle Lieblingserfindung dabei. Da fällt mir Desmond in seinem Rollstuhl ein, mit dem Raketenwerfer. Ja, das war lustig. Guten Morgen, Q. Um das mit den Beinen, hm? Eine Sache in GoldenEye halte ich für eine besonders gute Q-Spielerei. Es sollten einige Dinge im Hintergrund der Haupthandlung ausprobiert werden. Und eine davon war die Telefonzelle. Da geht einer rein und ein großer Airbag lädt sich auf und er wird an die Scheibe gepresst. Das fand ich irre komisch. Eine meiner Lieblingserfindungen ist eine der einfachsten, die Bond je benutzt hat. Der Stift, den man dreimal klickt, um ihn scharf zu machen, und dann weitere dreimal, um ihn wieder zu entschärfen. Und er wird in GoldenEye genial in Szene gesetzt, weil der Zuschauer sofort die Übersicht verliert, wie oft er schon geklickt wurde, und sich fragt, wann Bond ihn endlich einsetzen wird. Gib mir die Codes, Natalia! Sonst mache ich dich fertig! Ich glaube, jeder Film hat sein spezielles Spielzeug. Die Aktentasche im ersten Film, in dem Q mitspielte, war großartig und wurde damals als Kinderspielzeug sehr populär. Also mein Lieblingsspielzeug war Ursula Andress, aber darum geht's hier nicht, oder? Trotz all seines Erfolges blieb Desmond immer bescheiden. Ich finde, ich hätte schon vor Jahren in den Ruhestand gehen sollen. Aber wenn Sie so nett sind und mich behalten wollen, ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar dafür. Sie haben mich immer wieder geholt, ich weiß nicht wieso. Nach Timothy hätten Sie mit dem neuen Bond auch einen neuen Q nehmen können, aber Gott sei Dank haben Sie es nicht getan. Warum, weiß ich nicht. Ich muss sagen, es hat mit ihm sehr großen Spaß gemacht und in diesem Film ganz besonders. Und ich muss sagen, es ist wunderbar, mit ihm zu arbeiten, einem keltischen Landsmann. Nachdem seine Szenen abgedreht waren, verließ Desmond den Drehort zum letzten Mal. Und welche Wunder kommende Bond-Filme auch bieten mögen, die Lücke, die Desmond Llewellyn hinterlässt, wird nicht zu füllen sein. Hier stehe ich nun und Desmond schlägt wieder zu. Wird mich wieder verunsichern, damit ich meinen Text vergesse. Liest meinen Text, fällt mir ins Wort. Im Grunde ist es so wie immer. So wie es sein muss. So wie es sein muss. Desmond Llewellyn. Er ist einzigartig. Was wir an ihm haben? Er ist das Rückgrat des gesamten Films. Mein großer Held, Desmond. Jetzt hören Sie mal, 007. Das ist eine Klasse-4-Granate. Dreifaches Drücken setzt den 4-Sekunden-Zünder in Gang. Nehmen Sie Ihre Finger da weg! Ist mein Mittagessen. Nein, aber Sie haben was zerstört. Sie werden wohl nie erwachsen, 007.